Spanische Seeretter haben am Wochenende im Mittelmeer und vor den Kanarischen Inseln mehr als 760 Migranten aufgegriffen, die in kleinen Booten auf dem Weg nach Spanien waren. Wegen des guten Wetters hat speziell die Zahl von Migranten und Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen, wieder zugenommen. Italien bleibt unterdessen bei seiner harten Haltung. Derzeit wartet ein dänisches Containerschiff mit 113 Migranten an Bord vor Italien auf Anweisungen. Es ist unklar, ob es dort anlegen darf oder nicht. Ebenfalls unklar ist das weitere Schicksal des Schiffs Lifeline der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline, das mit mehr als 200 Migranten im Mittelmeer liegt. Bisher hat kein Land dem Schiff erlaubt, anzulegen. Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch sagt: Wir sind momentan mit 234 Personen vor der libyschen Westküste auf einer Warteposition. Gott sei Dank haben wir keine gravierenden medizinischen Notfälle an Bord, sodass die Lage derzeit stabil ist. Lebensrettung auf See aus Seenot ist im Übrigen kein Verbrechen, sondern eine gesetzliche Pflicht. Auch die Rückführung nach Libyen ist nicht möglich, da sie entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention handeln würde. Malta hat die Lifeline inzwischen mit Nahrungsmitteln versorgt.